Also wir Männer sind ja im Allgemeinen recht gut darin, zwischen Beziehungsmaterial und Beischlafmaterial zu unterscheiden. Und Frauen sind extrem schlecht darin. Frauen glauben halt oft, es sei eine Wertschätzung auf zwischenmenschlicher Ebene für sie, wenn wir es mit ihnen tun. Und das ist es natürlich nicht. Das unter anderem führt ja heute im liberalen Zeitalter dazu, dass Frauen nun mal viele Erfahrungen sammeln, dabei aber nicht mitbekommen, wie sie Qualitätsmänner, wenn es um eine ernste und langfristige Beziehung geht, abstoßen. Und ja, ich weiß schon, dass es auch Männer gibt, denen ist das alles sowas von egal. Die glauben, es macht überhaupt keinen Unterschied, ob die Frau viele Erfahrungen hatte oder wenige. Aber naja, das sind nach meiner Beobachtung dann meist eben jene Männer, die ich nicht unbedingt als Qualitätsmänner bezeichnen würde und denen auch Frauen nicht unbedingt denselben Respekt zollen wie Männer, die ihre Historie im Blick haben, nämlich die der Frau. Dass Topmänner unverbrauchte Frauen für eine Bindung bevorzugen, das ist ja auch biologisch ganz nachvollziehbar, gerade im Hinblick auf die Verlässlichkeit und auch auf die psychosomatische Gesundheit. Beides ist nun mal vorteilhaft in Bezug auf Fortpflanzung und Nachwuchs. Männer hingegen machen Erfahrungen eher attraktiv für Frauen. Das haben wir ja schon öfters erwähnt hier und da kann sich auch gar keiner drüber beschweren. Und das muss natürlich auch so sein, weil sich ein solcher Mann ja gegen andere durchgesetzt haben muss, was nun mal für vorteilhafte Gene und Konkurrenzfähigkeit spricht, guck dir hier mein entsprechendes Video an. Ja, ganz klar, Promiskuität ist heute ein gewaltiges Problem und Frauen haben sogar ein gutes Stück weit gelernt, ihren hohen Bodycount zu verstecken bzw. zu verheimlichen. Hier sind mal ein paar Indizien, an denen du erkennen kannst, ob eine Frau unter Umständen zu viele Männer vor dir auf der Uhr hatte. Zum ersten kann es natürlich schon eine rote Flagge sein, wenn sie eine notorische Partyfrau ist. Wenn sie ihren Alltag also auf Bespaßung, auf Trinken und auf Leute kennenlernen, speziell im Nachtleben ausgerichtet hat. Gemeint ist hier also nicht das gelegentliche Ausgehen und auch nicht einen Clubbesuch, gegen den sicher nichts einzuwenden ist, aber den Unterschied, den erkennst du schon, wenn sie nämlich nur noch Clubs, Bars und nächtliches Herumtingeln im Sinn hat. In dieselbe Sparte passen auch Frauen, die sehr viele alleine oder gar mit Freundinnen herumreisen und hier speziell in Gegenden und Städte, die als Party-Hotspots bekannt sind. Ja, meine Frage an dich wäre dann, was glaubst du denn, was die dort machen, die Frauen? Legen die sich schön an den Strand oder gucken sich tagsüber städtische Museen an und gehen dann abends um 9 ins Bettchen? Sicher nicht. Die Anonymität, die Frauen haben, wenn sie in der Ferne unterwegs sind, die ist für sehr viele sehr reizvoll, glaub mir. Und ich habe 6 Jahre in Barcelona gewohnt, ich kenne also die ganzen Expats und Erasmus-Studentinnen ganz gut. Warum das ein Problem ist und wie du an hübsche Frauen herankommst, die auch Beziehungsmaterial sind, das erkläre ich ja ganz genau in meinem Buch. Hol dir das, falls du es noch nicht hast. Nächster Punkt. Sie legt ein offensives, liberales und direktes Flirtverhalten an den Tag. Das ist ein weites Feld, heißt aber im Kern, dass ihr die eigentlich typisch weibliche Zurückhaltung, die wir Männer ja nun mal so schätzen, abhanden gekommen ist. Beispiele: Sie spricht ungeniert über explizite Themen und macht auch permanent Männervergleiche in Bezug auf ihre Erfahrungen. Sie kennt auch in der Öffentlichkeit keine Scheu, wenn es dann um explizite Themen und Vorlieben geht. Sie sendet dir unaufgefordert anzügliche Nachrichten sowie anrüchige Posen auf dein Handy. Sie legt einen Männerjargon an den Tag mit vielen Kraftausdrücken. Sie lässt also Benimmregeln und Etikette vermissen. Ja, sie verfolgt also eine liberale Ideologie und macht deutlich, dass zum Beispiel persönliche Freiheit und so weiter für sie das Allerwichtigste ist, dass sie sich gern nimmt, was sie will, dass sie noch viele Erfahrungen und Experimente machen will, all solche Sprüche eben. Viertens, sie hat haufenweise Männerbekanntschaften, so gut wie keine Freundinnen und sie lässt es sich sichtlich gefallen, von anderen Männern bezirzt zu werden. Sie ist also stets und ständig in Flirtlaune. Alles hat für sie einen frivolen Bezug und
das, was eine Frau ausmacht oder eine normale Frau ausmachen würde, die Beziehungsmaterial ist, das hat sie nicht mehr. Nämlich Schamgefühl. Fünftens, Kleidung und Beischlaf. Ich denke mal, zu aufreizender Kleidung im öffentlichen Raum, selbst wenn sie mit dir zusammen unterwegs ist und ihr schon in Anführungszeichen zusammen seid, dazu muss ich wahrscheinlich nicht mehr viel sagen. Interessant kann es dann noch sein, in der Waagerechte ein bisschen aufzupassen und ja, ich formuliere es mal so, sicher hast du schon mal einen Erwachsenenfilm gesehen, also in der Realität, da verhalten sich Frauen ganz klar nicht so wie in diesen Filmen. Wenn sie es aber dennoch tut, dann kannst du wahrscheinlich auf eine entsprechende Historie schließen. Okay, was aber nun ist ein zu hoher und was ein noch verträglicher Bodycount? Ist das wieder mal relativ und im Auge des Betrachters? Naja, erstmal ist jeder vor dir einer zu viel. Also, naja, schon klar, das ist illusorisch, das weiß ich selbst, aber mir gefällt die Denkweise trotzdem. Wie gesagt, wenn es dir egal ist, stimmt unter Umständen was mit dir nicht. Meine Ansicht kannst du auch gerne anders sehen. Guck mal her, Umfragen sind ja immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen und Angaben bzw. irgendwelche Aussagen von Frauen sowieso. Aber das hier, das ist mal eine Statistik unter mehr als 10.000 Frauen zwischen 15 und 44 in den Staaten. Und ja, hier wird deutlich, dass die größte Kategorie die zwischen 2 und 4 Beischlafpartnern ist, bzw. war. Die Studie wurde ja von 2006 bis 2010 durchgeführt. Und hör, wenn du mich fragst, könnte das auch ein ganz guter Richtwert sein, um herauszufinden, was die noch verträgliche Norm ist. Hol dir mein Buch oder komm in meinen Premium-Bereich für bessere Beziehungen. Mach den Daumen für das Video hoch und erzähl es mir, wenn dir was einfällt. Ciao, ciao.